Hallo und willkommen zu diesem Video. Wir erleben in allen Bereichen gerade Unglaubliches, Erschütterndes und Erschreckendes. Unsere Medien und viele Politiker setzen weiterhin auf Spaltung, Hetze, Verblödung und Hass, anstatt auf Versöhnung, Miteinander, Frieden und wahrhaftige Aufklärung. Es werden Feindbilder regelrecht zementiert und rauskommen unter anderem solche hässlichen, grauenvolle und verabscheuungswürdige Reaktionen von völlig geistlosen und ferngesteuerten Leuten, wie zum Beispiel, nur ein toter Russe ist ein guter Russe. Oder hauen Sie ab, solange es noch geht. Es ist einfach abartig, was in unserer Politik, unseren Medien und in unserer Gesellschaft abgeht. Es werden wieder einmal idiotische, unüberlegte Aussagen gepostet, wo man einfach nur denkt, schalte doch bitte einmal dein Gehirn ein und mach dir doch bitte mal die Mühe, einen Blick in die letzten 30 Jahre zu werfen. Vielleicht bekommst du ja die Antwort, warum manche Dinge sich so entwickelt haben, wie sie heute sind. Ich möchte klarstellen, dass ich gegen jeden Krieg bin, dass ich Mitgefühl mit jedem habe, egal welche Nation, wessen Leib und Leben, Familie und auch Eigentum in Gefahr ist. Mit jedem, der bereits gestorben ist in diesem Krieg. Völlig egal auf welcher Seite. Mitgefühl mit jedem Trauernden um liebe Angehörige habe. Mitgefühl mit jedem, wo Eigentum zerstört wird, wo Menschen flüchten müssen aus ihrer Heimat. Aber auch Mitgefühl mit Menschen, die pauschal verurteilt und angegriffen werden. Aufgrund ihrer Nationalität oder wessen auch immer. Ich bin weder pro-russisch noch pro-ukrainisch. Ich bin aber ganz klar kontra Hass, Hetze, Verleumdung und Krieg. Ich bin pro Frieden und immer noch im Schock. Es ist immer noch Krieg in Europa. Dass Krieg niemals zu rechtfertigen, dass er verabscheuungswürdig ist und dass Krieg niemals eine Lösung auf oder für irgendetwas ist, sagte ich bereits im letzten Video. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du denkst. Mein Weltbild ist total zerstört. Bisher bin ich fest davon ausgegangen, dass so etwas, wie wir derzeit erleben müssen, in diesem Ausmaß, in unserer fest vernetzten globalen Welt, nicht mehr passieren könnte, nicht mehr passieren würde. Dass immer noch aus Wut, Hass und gefährlichen Ideologien heraus agiert wird, völlig ohne Hirn und ohne Herz. Und dass auch weiterhin von vielen Seiten Wut und Hass geschürt wird. Daraus entstehen wieder hasserfüllte, unheilvolle Reaktionen. Von einigen Verblendeten auf russische Bürger jetzt beispielsweise. Dass wir immer noch nicht aus unserer Geschichte gelernt haben. Was mich zutiefst erschüttert, ich dachte wirklich, dass jeder für Frieden ist. Aber anstatt auf Deeskalation und Kommunikation zu setzen, auf Entspannung, habe ich persönlich den Eindruck, dass immer mehr Politiker und auch die Medien völlig den Verstand verloren haben und immer mehr Druck aufgebaut wird. Und blanker Hass gestreut wird. Oder wie soll man das verstehen, wenn es im Deutschen Bundestag Standing Ovation von SPD, Grünen, FDP und Union gab, nachdem der SPD-Mann und amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz ein riesiges, milliardenschweres Aufrüstungsprogramm und einen Rüstungssonderfonds angekündigt hat. Denken diese Leute etwa wirklich, dass gegenwärtige und zukünftige Konflikte mit der Atommacht Russland oder wem auch immer mit militärischen Mitteln gelöst werden können? Wir rüsten also wieder auf nach dem Motto zurück in die Steinzeit. Und alle klatschen und feiern, so als würden wir Geburtstag feiern. Es ist einfach nur widerlich. Wir hören Drohungen in übelster Weise, in beängstigender und geschichtsvergessener Rhetorik. Oder wie soll man das benennen, wenn deutsche Politiker wie unsere derzeitige Außenministerin Baerbock das Ziel ausgeben, Russland zu ruinieren? Was können die Bürger in Russland dafür? Ohne diesen Krieg zu rechtfertigen, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum kommt eigentlich kein einziges Wort aus der Politik dazu? Was hat der Westen, was haben wir, besonders unsere Freunde, die USA, dazu beigetragen, dass Putin diesen extremen Schritt gegangen ist? Was ist vom Westen vielleicht falsch gemacht worden? Ich hoffe nach wie vor auf die Vernunft beider Seiten, dass dieser Albtraum schnellstmöglich vorbei ist und Frieden wiederhergestellt wird.
eine Lösung mit dauerhaftem Frieden erreicht wird, denn jeder Augenblick dieser Tragödie ist zu viel. Ein positives, mir mutmachendes Beispiel, wie unsere Politiker sich jetzt eigentlich verhalten sollten, habe ich gefunden. Vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk letzten Dienstag meiner Meinung nach richtigerweise dafür geworben hat, mit Moskau im Gespräch zu bleiben und Bemerkenswertes sagt. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, sondern auch bei der ganzen Bekämpfung jetzt dieser Krise und der Unterstützung der Ukraine, dieser unglaublichen humanitären Katastrophe, die dort ist, auch immer mit beachten, dass diese Katastrophe beendet werden muss, dass dort wieder Frieden eintreten soll und dass wir nicht weiter diesen Konflikt anheizen. Das heißt auch in der Wortwahl gegenüber Russland, in der Art, mit welchen Instrumenten wir jetzt agieren, muss ein Maß und eine Mitte gewährt werden, die einen Ausweg für alle Beteiligten aus dieser furchtbaren Situation ermöglicht. Wir werden für viele, viele Jahre auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen sein. Wir dürfen uns nicht in die Ecke drängen lassen von Ländern, die nicht diese Abhängigkeit haben, die andere wirtschaftliche Interessen haben. Es ist auch richtig, weiter mit Russland zusammenzuarbeiten. Ein Russland, was nicht auf Europa angewiesen ist, was keine Handelskontakte haben muss, wird kein berechenbarer Partner sein. Lassen Sie uns auch hier von den Argumenten und von der Art, wie wir umgehen miteinander, ein Stück weit abrüsten. Ein vernünftiges Verhältnis zu Russland ist wichtig. Wir haben jetzt eine Krise. Ja. Wir werden alles dafür tun, die Souveränität der Ukraine, den Schutz der Menschen zu gewährleisten. Aber es geht hier auch darum, insgesamt eine Möglichkeit für eine Zukunft zu haben, mit der man zusammenarbeiten kann und leben kann. Es ist in unserer Zeit ein mutiger Schritt von Herrn Kretschmer mit hoffnungserfüllenden Worten. Und ich wünsche mir aufrichtig und von ganzem Herzen, dass diese Worte die absolute Mehrheit in der Politik und auch in der Bevölkerung finden wird. Lasst uns alle gemeinsam danach handeln. Jeder soll und muss auf seine Wortwahl achten. Was kommt aus meinem Mund? Was poste ich? Und so weiter. Zerstörendes, Spaltendes oder Aufbauendes, Verbindendes und Ermutigendes. Jeder von uns hat es in der Hand, auch damit zu Frieden und zu einem Miteinander beizutragen. Zum Zusammenrücken wieder. Immer wieder müssen wir intensiv darauf schauen, was passiert jetzt eigentlich in Deutschland? Was passiert mit den Preisen, mit unserer Wirtschaft? Was solltest du jetzt unbedingt tun, um möglicherweise nicht alles zu verlieren? Die Teuerungsrate, also die Auswirkung der steigenden Preise auf dein Portemonnaie, hat auch im Februar weiter an Fahrt aufgenommen und ist bereits auf 5,1% gestiegen. Dabei ist der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen noch nicht einmal mit eingerechnet. Dieser Krieg wird die Inflation mit Sicherheit noch weiter anheizen. Denn dafür sorgen schon allein die weiter steigenden Rohstoffpreise. Dass wir über 50% unseres Gasbedarfs aus Russland beziehen, sagte ich ja schon im letzten Video. Und auch, dass wir derzeit immer noch keine richtige Alternative dazu haben. Also auch hier wieder einmal absolute Unfähigkeit der verantwortlichen Politiker. Sie haben keinerlei Vorsorge getroffen. Deswegen habe ich auch schon im letzten Video die Frage in den Raum gestellt, wen die Abschaltung von Nord Stream 2 mehr schaden wird, Russland oder doch eher uns? Klimaschutz in allen Ehren, aber auch hier wieder zeigt der Atomausstieg, dass auch hier politische Fehlentscheidungen wieder einmal getroffen wurden. Völlig übereilt und unüberlegt, welche Auswirkungen das Ganze haben wird. Die Zeche zahlen natürlich wieder, wie immer, wir alle. Und die meisten von uns können sich auch nicht einfach mal die Löhne und Gehälter anheben, so wie es die Politiker mit ihren Diäten immer mal wieder tun. Wir müssen mit den steigenden Preisen unsere Gürtel immer enger schnallen. Da Russland nun mal ein großer Energielieferant ist und wir uns von Russland in sehr vielen Bereichen abhängig gemacht haben, dürften die Sanktionen des Westens und Gegenmaßnahmen zu immer weiter anziehenden Energiepreisen führen. Siehe Tankstellen. Russland gilt als einer der größten Rohstofflieferanten der Welt. Nach Angaben des Jahresberichts World Mining Data kommen derzeit etwa 9,2% aller gehandelten Rohstoffe aus Russland. Insbesondere Erdgas und Erdöl, aber auch Eisenerz, seltene Erden, Palladium und Weizen. Der Bloomberg Rohstoffindex als Maß der globalen Entwicklung kletterte bei den 20 wichtigsten Rohstoffen allein seit Kriegsbeginn um über 8%. Seit Jahresbeginn verteuerten sich Rohstoffe insgesamt sogar um 22%.
Vielleicht sind selbst diese extremen Steigerungen bei Videoerstellung schon wieder überholt. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Banken, Christian Sewing, kann sich daher angesichts der Geschehnisse sogar eine Jahresinflationsrate von um die 5% vorstellen. Damit würde wohl ein neuer Höchststand seit der Wiedervereinigung erreicht werden. Was eine Inflation von 5% für dein Geld und dein Vermögen bedeutet, siehst du hier. Russland und die Ukraine sind zwei der größten Weizenrohstoffproduzenten der Welt, wobei Russland der weltweit größte Weizenexporteur ist. Bereits schon vor dem Angriff auf die Ukraine war ein schrittweiser Rückgang der russischen Weizenexporte bei gleichzeitig steigender russischer Ausfuhrsteuer zu beobachten. Jetzt haben wir auch noch eine angegriffene Ukraine, welches die globale Nummer 5 der wichtigsten Weizenexportländer ist. Wir haben außerdem die niedrigsten US-Weizenexporte seit 6 Jahren. Wegen rückläufiger Ernten nach massiver Dürre und rückläufige Ernten in Syrien und dem Irak aufgrund von Trockenheit. Auch Kanada erwartet voraussichtlich Ernteeinbußen, genauso wie die EU. Der Weizenpreis befindet sich auf dem höchsten Level seit 9 Jahren. Russland bzw. Weißrussland liefern die wichtigsten Dünger- und Düngemittelkomponenten, was eine Düngemittelknappheit verursachen und damit verheerende Folgen für die Landwirtschaft haben könnte. Deswegen die Frage, was wird sehr wahrscheinlich weiterhin mit dem Weizenpreis passieren? In welche Richtung wird er gehen? Welchen Einfluss hat das auf deine täglichen Nahrungsmittel? Auf die Preise. Aber Agrarrohstoffe sind nicht die einzigen Rohstoffe, bei denen Russland eine führende Rolle übernimmt. Neben Erdöl und Erdgas sind es auch diverse Industriemetalle. So ist Russland zum Beispiel der größte Exporteur von Nickel und Aluminium. Darüber hinaus ist Russland auch der größte Produzent von Palladium. Insgesamt gesehen dürften sich nicht nur die Rohstoffpreise weiter verteuern, sondern auch die Inflation wird weiter extrem angeheizt. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu? Die Inflation befindet sich ja derzeit schon auf dem höchsten Niveau, welches die Eurozone je gesehen hat. Und dieser Krieg wird die Inflation mit Sicherheit weiter anheizen. Was also tun? Ich wiederhole mich und ich kann es nicht oft genug betonen. Jeder sollte meiner Meinung nach Gold besitzen. Es ist aus der Vergangenheit belegt, negative Realzinsen sind immer gut für einen steigenden Goldpreis. Denn was du an den offiziellen Teuerungsraten nur bedingt ablesen kannst, wird hier furchtbare Realität. Negative Realzinsen fressen den Wert all deiner Sparguthaben. Egal, ob in Lebens- oder Rentenversicherung, auf dem Sparbuch, Konto oder Bausparvertrag. Wenn dein Geld durch die steigende Inflation mehr an Wert verliert, als du an Zinsen bekommst, dann heißt es, gute Nacht für all diese Papiergeldversprechen und Hallo für Gold. So sehe ich es zumindest. Denn Gold ist der ultimative Inflationsschutz, weil das Edelmetall den Wert deines Vermögens auf Dauer erhält, dein Vermögen also schützt. Ich denke, auch deshalb nimmt die Beliebtheit von Gold immer weiter rasant zu. Allein die Aussichten auf niedrigste Realzinsen über wahrscheinlich noch einige Jahre ist für mich Grund genug, um weiterhin Gold zu kaufen und zu halten. Ich empfehle dir erneut, es mir nachzutun. Warte nicht weiter auf den richtigen Preis. Denn wann ist denn der richtige Preis? Viel wichtiger als der Preis von Gold ist Gold zu besitzen. Schalte auch hier dein Gehirn ein und treffe schnellstmöglich die richtigen Entscheidungen für dein Geld und deine Finanzen zum Wohle von dir und deiner Liebsten. Wenn du Hilfe dabei benötigst, nimm gern mit mir Kontakt auf. Liebe Grüße und wenn du magst, bis gleich im nächsten Video.